Doc the News. Hallo und herzlich willkommen in unserer Sendung. Heute behandeln wir mal ein Thema, das leider ein bisschen wehtut. Schmerzen. Wir alle kennen sie, keiner will sie. Ja, zum Beispiel Rückenschmerzen nach einer langen Fahrt im Xenius-Mobil oder noch Kopfschmerzen, Zahnschmerzen. Wir alle wünschen uns ein Leben lang ohne Schmerzen, aber irgendwann erwischt es uns leider alle. Und dann nehmen wir zur Betäubung Schmerzmittel. Dabei gibt es auch andere Techniken, wie sie die Shaolin-Mönche beherrschen. Wir gehen heute der Frage nach, warum wir überhaupt Schmerzen empfinden und was wir dagegen tun können. Ja, und als erstes wollen wir Ihnen jemanden vorstellen, der Schmerzen nur vom Hörensagen kennt. Also Schmerzen ist schon was Positives. Wenn jetzt zum Beispiel ein Sportler hier einen Krampf in der Wade hat, dann ist es gut, das zu merken, weil das heißt einfach, dass der Muskel gerade etwas angespannt ist. Also es ist gut, wenn man schon merkt, dass der Körper einen deutlich macht, dass man jetzt einen Gang runterschalten muss. Mein Name ist Jamila, ich bin 18 Jahre alt, arbeite im Moment hier beim DRK und helfe den Menschen, die sich hier beim Triathlon verletzt haben, sich wieder zu erholen. Das Besondere ist, dass ich einfach nicht den Schmerz spüre. Ich weiß, dass es einfach nicht schön ist, Schmerzen zu spüren. Ein bisschen besser, wenn es jetzt rot ist. War alles. Man merkt es an den Gesichtsausdrucken, an den Weisen, wie die gehen meistens. Und dadurch macht es mir einfach Spaß, den Menschen gerade zu helfen. Es ist einfach toll zu sehen, wie sich die Menschen darauf freuen, dass einem geholfen wird. Wenn ich einen Schiff und einen Ellbogen habe, dann pocht es nur. Also es tut einfach nicht weh, es pocht. Und ich sehe einfach, dass es blutet. Die Krankheit gibt es nicht wirklich sehr oft auf der Welt. Ich glaube nur 300 bis 400 Mal. Ich persönlich habe noch keinen Menschen kennengelernt, der keine Schmerzen spürt. Ich wollte einfach für mich selber herausfinden, ob es stimmt. Da habe ich meine Bügeleisen einfach mal auf meine Hand gelegt. Und ich habe es einfach nicht gemerkt. Ich habe einfach weiter auf mir liegen lassen das und dann halt runtergenommen. Und dann hatte ich halt überall Verbrennungen. Also dadurch weiß ich einfach, dass es was anderes ist, als was die anderen Kinder haben. Die schreien ja direkt los oder zucken direkt weg. Hi. Hi, Jamila. Das waren ja diese Situationen, wo man dann immer wieder diskutieren musste, weil da keine Einsicht war. Oder mit dem Backofen. 200 Grad, ja, da soll man nicht reinklettern. Ja, wieso das denn nicht? Ja, es ist heiß, es tut weh, man verbrennt sich. Hat mich interessiert. Man kann ja auch keinem was klar machen, was er nicht verstehen kann. Wie denn? Wir haben da Waffeln gebacken und irgendwann sagte jemand, guck mal, deine Tochter klebt am Waffeleisen und nimmt das gerade mit. Und das war ja auch das, wo ich dann sofort beim Kinderarzt war. Und der sagte, da kann überhaupt nichts sein, weil sie wird ja dann schreien. Das waren die Situationen, als er halt klein war, die einen wirklich zum Wahnsinn getrieben haben. Da war die 2 Tage alt. Da wusste ich, dass die anders ist. Weil sie war wund und hat nicht geschrien. Keine 3-Monats-Koliken. Und dann hat Fritz gesagt, na ja, gut, vielleicht ist es halt nur hart im Nehmen, aber ein Wunderkind, spinnst du. Wie das halt dann so diese Sprüche sind. Wie war es heute auf deiner Veranstaltung? War was los? Ja, schon, also mehr als sonst. Also eine Schürfwunden hatte ich bis jetzt nur und eine Platzwunde war heute. Wir hatten gesagt, gut, sie hat kein Schmerzempfinden, aber was wirklich so auf uns zukam, wusste ja keiner. Also im Umkreis in Beuel hätte kein Kindergarten sie genommen. Da hatten wir nachgefragt und die haben alle gesagt, nee, Risiko ist zu groß. Deutsch-türkische Kindergarten,
damals, die kannten uns von unserem Sohn. Sie wüssten, wir wären coole Eltern, entspannte Eltern. Und das war auch ganz gut so. Wir haben das auch gemerkt, also im Kindergarten und in der Schule hat sie doch sehr stark von den Erfahrungen, auch Schmerzerfahrungen anderer Kinder gelernt. Also das merkte man, wenn irgendwo ein Kind geschrien hat, irgendwas war. Das war bei ihr dann auch sozusagen auf der Platte gespeichert. Und dann stieß sie sich irgendwie an und sagte, aua. Und wir bekamen hinterher zu hören, die hat doch Schmerzempfindung. Und gesagt, ja, wahrscheinlich ja, nicht, oder? Dass sie da etwas für sich erzeugt hat, was eigentlich bewusst gemacht wurde. Was also jetzt nicht sich von selbst entwickelt hat oder was natürlich da ist, sondern was eben synthetisch, was künstlich existiert. Das ist ihr eigener Schmerzkonkord. Mama, schmeiß rein. Bei manchen Sachen macht man sich halt schon Gedanken. Ja. Also für Jamila sind Gefahren natürlich alles das, was sie nicht kennt. Wie zum Beispiel Blinddarmdurchbruch oder auch bei einer Schwangerschaft. Was passiert da? Wehen? Solche Sachen kennt sie ja nicht. Im Grunde genommen ist es das, was ihr irgendwann mal zum Verhängnis werden könnte. Ich mache mir da eigentlich wenig Sorgen, weil je älter sie wird, wird sie dann natürlich auch dann bewusster damit umgehen können. Ich glaube, das wird alles sehr gut werden. Ich denke eigentlich gar nicht so drüber nach, deswegen. Aber so im Alltag, wenn ich halt mich umziehe, dann sehe ich halt manchmal so blaue Flecke, wo ich mich frage einfach, wo kommen die her? Also ich wäre froh, ganz ehrlich, wenn ich Schmerzen spüren würde. Der, den wir jetzt treffen, spürt auch keine Schmerzen, aber nur weil es selbst entschieden hat, der ist in der Lage, aus eigener Kraft Schmerzen zu eliminieren.